Es ist heute bei mir Montag und ja, eine neue Woche beginnt. Ich dachte, ich blogge mal. Ich stehe hier in der Wiese bei uns und guck mal hier. Also das ist echt ja, Sommergrün vielleicht nicht, aber es ist richtig viel Grün rausgekommen. Also ja, ich freue mich. Zweige habe ich jetzt auf jeden Fall gesammelt. Also hier muss man echt aufpassen, die sind stachelig. Ist das hier irgendwie Weißdorn, glaube ich, nennen sie sich? Es gibt Mittagessen. Für die Familie gibt es Kartoffelpfannkuchen. Und ich nehme Reste von gestern, und zwar Reis mit Hackfleischsoße, oder das ist Ersatzfleisch praktisch. Und zwar ist das von Next Level. Lidl hat ja sowas. Also schmeckt im Grunde fast wie Fleisch. Das ist wirklich super. Vegetarisch eben. Satt und zufrieden. Das hier ist übrigens ein Lippenöl, habe ich von meiner Tochter geschenkt bekommen zum Geburtstag. Das ist von Altara. Nennt sich einfach Lippenöl intensive Pflege. Das ist mit Mandelöl und Olivenöl. Also wirklich super pflegend und glänzschön. Also bin ich super happy mit. Ja, es war ein veganes Mittagessen und es geht weiter mit Vegan Beauty Basket. Habe ich zugeschickt bekommen. Das wollte ich kurz mal einfach so mit euch teilen. Scheint wirklich ganz nette Sachen zu sein. Das ist etwas, was man ja, abonnieren kann, und alle 2 Monate kommt die Box. Die kostet 23,30 Euro, wenn man ein 3-Box-Abo bestellt. Und ja, das ist wesentlich mehr wert, das ist klar. Also dieses hier für März war, ich glaube, 60 Euro wert. Jetzt ist das leider nicht mehr zu bestellen. Ich habe ein bisschen, ja, geschlafen halt, ne? Irgendwie wollte ich das früher vorstellen, aber jetzt im Moment kann man die Mai-Box bestellen. Sicherlich auch super schöne Sachen. Also vegan und Tierschutz, tierversuchsfrei, so heißt das. Das ist super hier von E plus M. Das ist toll. Eine Augencreme von Age Protect. Also die Augencreme ist super, habe ich schon vorgestellt auf dem Kanal. Also echt ein Favorit. Dann habe ich ein Deo hier von Endro. Das ist wohl eine französische Firma. Und zwar konnte man sich die Duftrichtung aussuchen. Ich habe Geranium mir ausgesucht und riecht total dezent, also wirklich sehr frisch, wie so, ja, Seife irgendwie, total schön. Das ist wohl Kokosfett und ja, soll wohl auch wirklich pflegend sein, also schön. Und eine Lippenpflege von Good Boom. Das ist wohl eine schwedische Firma, gibt es auch tinted, aber das hier ist farblos. Ja, da bin ich gespannt. Ein Face Scrub von Upcircle, denke ich mal, heißt die Firma. Und da freue ich mich total. Es ist so lange her, dass ich überhaupt Peeling gemacht habe. Ich mache ja so chemisches Peeling halt, ne, mit AHA. Aber so richtig, sagen wir mal, Schrubben. Also das ist so lange her. Ach, guck mal, das ist total schwarz. Das ist Kaffee tatsächlich. Also da kann man ja tatsächlich DIY selber machen. Ne? Aber ist natürlich praktisch, wenn man sowas dann in einer Tube hat. Ja, super, freue ich mich drauf. Und ein Shampoo wohl von Levity Parlor, Französisch, ich weiß es nicht. Und mal gucken, ein Shampoo. Ah ja, das ist ein festes Shampoo, das ist cool. Also das scheint, ja, irgendwie, ja, so hausgemacht zu sein, aber sehr cremig habe ich das Gefühl. Richtig, richtig, irgendwie so reichhaltig, wenn man das überhaupt sagen kann über Shampoo. Also scheint echt pflegend zu sein. Ich bin ja, ich habe noch nie mit festem Shampoo ausprobiert, aber vielleicht mache ich das jetzt mal mit diesem. Also das scheint, riecht auch sehr frisch. Es ist so frisch heute, also typisch Aprilwetter. Es ist noch nicht ganz April, aber ja, fängt schon an. Also es ist wirklich so, ja, dunkel drumherum am Himmel. Ich versuche mal so eine Stunde lang zu gehen. Ich hoffe, es geht euch allen gut auf jeden Fall. Also hier bei mir ist alles, muss ich sagen, im grünen Bereich noch. Und ja, unser Sohn ist für ein freiwilliges Jahr bei der Bundeswehr und ist im Einsatz für ein paar Monate im Ausland und auf einem Schiff und ist zwar in Quarantäne, aber es geht ihm und allen anderen gut. Aber wir waren eine Weile in Spanien und da ist es ja gar nicht so gut. Und von daher dürfen wir also nicht weg oder raus vom Schiff. Und ja, meine Tochter ist 15, macht ja, total so Online-School, Online-Schule und
ist im Grunde den ganzen Tag damit beschäftigt. Also ich muss ganz ehrlich sein, also die haben das alles im Griff, die Lehrer, scheint mir. Weil man hat natürlich Angst, dass sie viel verpassen im Unterricht, aber bei meiner Tochter scheint das also Gott sei Dank nicht der Fall zu sein. Toi, 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 also in unserem Dorf, sagen wir mal, ist bis jetzt keiner erkrankt, soweit ich weiß. Von daher ist es noch hier, ja, die heile Welt, wenn man so will. Gestern Abend haben wir tatsächlich erfahren, dass ein sehr weit entfernt Bekannter in Frankreich tatsächlich, den wir wirklich sehr, sehr, sehr flüchtig kennen, gestorben ist an Corona. Und das ist natürlich erschütternd, egal ob man ihn sehr gut kannte oder nicht. Aber wenn man, ja, aber man denkt irgendwie so, ja, passiert uns nicht, passiert mir nicht so, ne? Aber da sieht man, wie nah es dann trotzdem irgendwie ist, ne? Und ja, eine schlimme Sache im Moment. Aber wie gesagt, für mich, für uns, für euch hoffentlich auch halt, ja, läuft alles irgendwie weiter. Aber natürlich für viele wahrscheinlich begrenzt, arbeitsmäßig, sozial gesehen und, ne? Aber ich kann wenigstens hier spazieren gehen täglich. Das tut mir echt gut. Ich habe die Natur vor der Tür und ja, das ist wirklich prima. Oha, sehr schwarz am Himmel. Mal gucken, ob ich was mitkriege oder nicht. Ich denke, die Äste, die ich hier reingenommen habe, die passen ganz gut hier in diese Ecke hin. Hier habe ich einfach was Altes, Grünes. Das kann ich wegschmeißen und dann kommt eben hier was Frisches hin, dachte ich. So. Weiter zur nächsten Ecke hier. Hier habe ich diese grünen Zweige einfach hingetan und ich hoffe, es wird noch grüner. Ich denke, das ist ganz nett. Eventuell hänge ich da so Ostereier rein oder so. Gehen wir weiter in den, ja, Wintergarten nennen wir das. Das ist so ein ganz kleines Zimmer. Hier haben wir eine wunderschöne Decke, hat meine Mutter gehäkelt. So ganz, ganz toll. Und ja, hier ist das Arbeitszimmer von unserer Tochter im Moment. Das ist so ihr Schulraum. Nicht, we are not amused, sagen wir mal so, ne? Aber egal. Sie hat ein eigenes Zimmer und ein Schreibtisch, aber ja, so ist es. Und hier in dieser Ecke hier habe ich, ja, so, ich glaube, die heißen Spiräe oder sowas. Die blühen ganz toll im Moment. Ich habe jetzt kein Wasser da reingetan, sondern ich hoffe, dass es so trocknen. Mal gucken, ob es klappt. Finde ich, sieht wirklich ganz nett aus. Ich dachte, ich backe mal etwas, und zwar etwas Gesundes, zuckerfreie Muffins, also fast zuckerfrei. Ich sage, was drin ist. Ich kann auch unten das Rezept schreiben. Ich habe es noch nicht gemacht, also von daher bin ich gespannt, ob es was wird. Also einmal Milch, oder ich habe Mandelmilch. Und dann, also es ist nicht vegan dieses Mal. Ein Ei muss dabei sein. Oder halt ein Eiersatz, wenn man das vegan haben möchte. Einen kleinen Apfel, Möhre. Das macht das Ganze süß. Und anderthalb Bananen. Dann habe ich Zimt, das macht das ja auch süß, und Vanille soll rein. Ich habe jetzt kein Vanille da, nur Vanillezucker, von daher, da ist dann halt ein bisschen Zucker, aber na, fast zuckerfrei. Backpulver und Mehl. Ich hatte jetzt ganz wenig Mehl zu Hause, ich hatte ein bisschen Dinkelmehl da und der Rest muss dann halt hier Buchweizen sein. Das habe ich in Schweden mal gekauft. Und genau, ich dachte, das war's. Habe ich die Möhre gezeigt? Ich weiß es nicht. Das, ja doch, glaube ich auch, ne? Mal gucken, ob meine Tochter mitmachen möchte, dann hat sie auch so ein bisschen Spaß, ne? Man muss so ein bisschen Spieltante jetzt sein im Moment. Ich beende jetzt diesen Vlog, bevor es zu dunkel wird. Es ist so circa 7 Uhr abends. Es regnet draußen. Also wirklich, was für ein Wetter. Und hier ist das Ergebnis. Ich esse jetzt einen Muffin. Und ich muss sagen, nicht ganz so süß wie normale Muffins, muss man wirklich sagen. Aber hat so eine milde Süße. Ist okay.